Hallo und willkommen beim Motorradmagazin zum ersten Zwischenbericht unseres Dauertests der neuen Triumph Street Triple RS. Wir haben in den letzten Wochen, die leider noch ziemlich kalt und verregnet waren, schon mal fleißig Kilometer abgespult. Was ist uns aufgefallen? Vielleicht gleich einmal die erste Frage. Braucht man wirklich 130 PS? Wir sehen da ja die RS und nicht etwa das R-Modell, das ja bekanntermaßen 10 PS weniger hat, aber auch 3000 Euro weniger kostet in Österreich. Und da kann man sich jetzt natürlich schon die Frage stellen, 3.000 Euro für 10 PS, ist das nicht ein bisschen viel? Wie steht's, ist das eine Frage der Perspektive. Denn klarerweise sind die 3.000 Euro nicht nur in die PS investiert, sondern sehr wohl auch in die Bremsanlage und selbstverständlich auch, und das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, in das Fahrwerk. Wir sehen hier das perfekt zur Lackierung passende Gelb eines Öhlins-Federbeins und man kann natürlich annehmen, dass das ein bisschen besser ist als das Federbein, das im R-Modell eingebaut ist. Und ja, ich kann euch berichten, das sieht nicht nur so aus, das ist auch so. In der Praxis heißt das, wir haben ein besonders feinfühlig ansprechendes und vor allem auch präzise abstimmbares Fahrwerk, das hier am Heck über die Zug- und Druckstufe und über die Federvorspannung abstimmbar ist, wobei die Federvorspannung nur mit einem Hakenschlüssel eingestellt werden kann. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, ich kann aber aus eigener Erfahrung jetzt schon sagen, wenn man ein einigermaßen durchschnittliches Fahrergewicht hat, wird man an der Federvorspannung wahrscheinlich eher nie etwas ändern. Auch die Schobergabel vorne ist in Zug- und Druckstufe einstellbar. Links und rechts jeweils extra, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber bauartbedingt. Aber nicht das große Problem, also man braucht nur einen Schlitzschraubenzieher, um Zug- und Druckstufe vorne einstellen zu können. Auch die Federvorspannung ist extra für jeden Gabelholm einzeln einzustellen. Das passiert in diesem Fall hier mit einem Imbusschlüssel, also nicht besonders aufwendig. Die Gabel ist wie gesagt nicht von Öhlins, das ist aber kein Kritikpunkt. Wir haben bisher im Alltagsbetrieb wirklich keine Probleme damit gehabt. Am Racetrack werden wir uns das noch genauer anschauen, aber auch da konnte der Kollege Caote ja bereits in Spanien erste Erfahrungen sammeln und auch er ist der Meinung, dass man die Gabel jetzt nicht etwa sofort gegen eine teure Öhlinsware austauschen muss. Also ich würde sagen, das kann man ruhig so lassen, wie es ist und es ganz einfach mit den drei Einstellmöglichkeiten so adjustieren, dass es zu den eigenen Vorlieben passt. Das heißt, auf zum Beispiel flott gefahrenen Bergstraßen liegt die neue Street RS richtig gut. Da gibt es kein pumpendes Heck, da gibt es keine unpräzise Front, da gibt es keine unsaubere Linie. Das passt einfach richtig gut. Wie gesagt, was sie im Racetrack macht, werden wir uns noch anschauen. Ich würde aber auch dazu sagen, in Wahrheit wird der Prozentsatz derer, die wirklich häufig mit einem unverkleideten Motorrad wie diesem auf dem Racetrack unterwegs sind, eher ein geringer sein. Also sind wir uns ehrlich, das wird man eher so im, ich sage mal, alpinen Umfeld, wo es möglichst kurvenreich ist, möglichst flott bewegen können. Und dafür ist dieses Gesamtpaket, das kann ich jetzt schon sagen, sicherlich sehr gut gelungen. Werfen wir einen Blick auf die Bremsen. Ich habe schon erwähnt, wir haben hier nicht irgendeine Brembo-Ware, sondern eine, die deutlich besser ist als das, was auf der R ist. Die RS verfügt über die Stilema-Bremszangen von Brembo. Zur Orientierung, das ist das, was zum Beispiel eine Ducati Panigale V4 serienmäßig verbaut hat. Also sicher kein Klumpert, um es mal so auszudrücken. Auch der Hauptbremszylinder ist von der feinen Ware. Man kann nicht nur den Hebel selbst einstellen, man kann auch das Übersetzungsverhältnis hier noch einmal extra einstellen, was sehr fein ist, wenn man damit eben das Ansprechverhalten der Bremse auf die eigenen Vorlieben einstellen kann. Der Hauptbremszylinder hat allerdings auch, jedenfalls nach meiner persönlichen Sicht, keinen Nachteil. Sein
Totgang ist relativ groß. Das heißt, wenn ich hier jetzt den Hebel bewege, dann dauert es relativ lange, bis die Bremse wirklich zu greifen beginnt. Das wäre jetzt im Normalfall eigentlich überhaupt gar kein Problem. Der Punkt ist aber der, die Bremse hier ist so verdammt gut und so scharf, dass man sich am Anfang ein bisschen wundert, okay, wenn ich bremse, es passiert nichts und dann wapp, dann kommt sie sehr, sehr, sehr akkurat. Das ist im Prinzip etwas, was man von einer Sportbremse grundsätzlich auch erwartet. Das Einzige, was ich das ein bisschen kritisiere, ist eben dieser lange, weite Totgang, den der Bremshebel hat. Vielleicht könnte man da noch ein bisschen nachbessern. Wo wir schon beim Thema Bremsen sind, fahren wir doch vielleicht gleich mal raus auf unsere Messstrecke und schauen wir uns an, was die Bremswege der neuen Stritti RS so alles können. Wir haben den Bremsweg von 100 auf 0 km/h mit aufgewärmten Reifen und den Werkseinstellungen des ABS gemessen. Werkseinstellungen heißt Einstellung Road. Warum machen wir das so? Einfach um einmal zu schauen, was mit den Standardeinstellungen geht, die man üblicherweise eben auch verwendet, wenn man unterwegs ist auf öffentlichen Straßen. Ihr seht, 43,04 Meter ist ein guter Wert. Es ist jetzt nicht fantastisch gut, aber doch ziemlich gut, bildet aber nicht all das ab, was diese Bremse eigentlich kann. Ihr seht an diesem Bremswegverlauf, dass es ziemlich radikal nach unten geht mit der Geschwindigkeit, aber dann so ungefähr nach 3 Sekunden es ziemlich lange dauert, bis das Motorrad richtig steht. Das liegt auch sicher am ABS und die Art und Weise, wie es mit den Reifen umgeht. Die Super Corsas haften sehr, sehr gut. Das heißt, es ist dann gar nicht so leicht, das so runter zu regeln, dass das Hinterrad nicht abhebt. Genau das tut sie auch immer wieder mal. Wir haben mehrere Bremsversuche gemacht. Was ihr da jetzt seht, ist der Durchschnitt, den wir gemessen haben aus mehreren Messungen. Also das heißt, ich bin überzeugt, wenn da ein guter Bremser unterwegs ist und man das ABS zum Beispiel auf Sport stellt, dass man noch etwas kürzere Bremswege zusammenbekommt. Also ihr seht, die Bremse, die kann was, wobei natürlich klar ist, nicht ganz unbeteiligt daran sind die Reifen. Schauen wir uns die Reifen vielleicht einmal ein bisschen genauer an. In diesem Fall haben wir Pirelli Super Corsa SP drauf, also schon ganz klar Rennstreckenware, die natürlich noch voll straßenzulassungsfähig ist. Das hat den Vorteil, dass wenn man es bei moderaten Temperaturen wirklich scharf angeht, diese Reifen auch wirklich was leisten. Also auf der Rennstrecke, gar keine Frage, funktioniert das wunderbar. Allerdings ein Freund des Regens sind sie natürlich nicht. Das ist jetzt nicht gerade ein Sporttourer, das heißt, auch mit Silica ist es da nicht weit her bei solchen Reifen. Und das bedeutet, wir haben das wirklich ausprobiert, also bei eher niedrigen Temperaturen und nasser Fahrbahn, da empfehlen wir tatsächlich, und das machen wir sonst eigentlich nicht so sehr, zum Beispiel die Traktionskontrolle wirklich auf den Rain-Modus zu stellen. Also das ist sonst tatsächlich ein bisschen eine Rutschpartie. Wo wir schon beim Thema Regen sind, dass die neue Stritti wunderschön ist, müssen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Heck hier so ausgeformt ist, wie es nun mal ausschaut. Wir haben hier einen besonders schmalen Hinterrad-Kotschützer und der hat halt leider nicht nur Vorteile. Und es ist tatsächlich so, also ich habe das mehrfach bereits erfahren müssen, es muss gar nicht erst regnen, es genügt, dass die Straße nass ist und dann wird hier vom Hinterreifen so viel Regenwasser nach hinten geschleudert, dass man also wirklich vom Helm abwärts bis zum Hosenboden eingenässt wird. Ich sage nur dazu, sogar meine Gore-Tex-Bekleidung hat das nach einer halben Stunde dann nicht mehr ausgehalten und ich musste im Nassen sitzen. Das heißt, wenn ihr mit der Stritti jetzt so eine typische Alpenrunde macht, vergesst nicht auf die Regenkombi. Ein Wort noch zu den Lenkerendenspiegeln, die
an der RS ja serienmäßig sind. Ich kann dazu sagen, die sind nicht nur recht hübsch, sondern auch tatsächlich sehr praktisch. Also man sieht sehr viel darin. Der einzige Nachteil ist natürlich klar, wenn man damit in der Stadt unterwegs ist, dann ist das Vorschlängeln zwischen Autokolonnen natürlich ein bisschen eine Spielerei, weil das Fahrzeug einfach vorne breiter ist, als wenn die Spiegel normal montiert sind. Wer das tatsächlich umbauen möchte, kein Problem, die Aufnahmen dafür sind nach wie vor hier auf beiden Seiten vorhanden. Was ihr hier jetzt auch gerade gesehen habt, vielleicht kurz, wir haben hier ein USB-Kabel montiert, ganz einfach, um hier ein Smartphone anstecken zu können. Warum? Naja, ganz einfach deshalb, weil der USB-Anschluss zwar vorhanden ist, aber sich hier unterhalb der Sozis-Abdeckung befindet. Das ist okay, also man kann da ein Kabel unter der Verkleidung durchziehen und das dann nach vorne legen, aber natürlich, ganz offen gesagt, praktischer wäre es schon, wenn man zum Beispiel hier an der Seite des Displays eine USB-Buchse hätte. Fassen wir zusammen. Die neue Street RS ist sicher schön, sie ist scharf, sie ist schnell. Sie liegt gut, sie bremst gut, auch wenn die Sache mit dem Bremshebel ja seine kleine Gewöhnungsbedürftigkeit hat. Auch wenn die Pirelli Supercorsa jetzt keine Regenreifen sind, könnte man natürlich sagen. Es steht natürlich außer Frage, dass wir auch andere Reifenmodelle austesten werden an diesem Motorrad. Also um die Frage von ganz Anfang zu beantworten, braucht man die 130 PS? Nein, natürlich reichen auch die 120 der R, aber wie gesagt, es geht eigentlich nur ganz sekundär um die 130 PS. Es ist das Gesamtpaket, das hier entscheidet. Und das ist meiner Ansicht nach mit Sicherheit den Mehrpreis von 3.000 Euro wert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wird nicht der einzige Zwischenbericht bleiben, den ihr sehen werdet. Wir werden in nächster Zeit noch ein paar nachliefern. Falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert doch unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen und bis bald.